Herzlich willkommen, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play Donkey Country Tropical Freeze. Heute, an einem Tag, wo es draußen, bei uns zumindest in Bayern, auch und drum bisschen Temperaturen haben, denn wir messen heute, sagen wir uns treibe, 28 Grad am 27. Mai. Das ist schon ganz schön heftig. Und bei den tropischen Temperaturen bin ich doch froh, dass ich in meinem tropischen Keller, in meinem kühlen Keller bin und dort den neuen Part von Donkey Country Tropical Freeze aufnehmen können. Welt 5.1 Fauna Fantasia geht es jetzt weiter. Und heute habe ich eine richtig lustige und krasse Real-Life-Story, die ich euch jetzt einfach mal erzählen muss. Ihr werdet lachen, wenn ihr die hört. Und die ist auch so Rest. Aber es ist lustig. Aber schauen wir uns erstmal das richtig designgeile Level hier an. So. Und zwar, die Real-Life-Story ist wirklich ein bisschen witzig. Denn... Oh Gott, was sind das hier? Ach, das sind so Plattformen, okay. Ist durchaus interessant. Aha, da kommen wir jetzt mal hier so... Oh Gott, so ist die Dinger hier. Das ist natürlich nicht so praktisch. Aber hey, was sind das für Viecher? Aber interessant. Ah Gott, die Greifarme sind auch mies. Gut zu wissen. So. Auf jeden Fall, was ich erzählen wollte und was auch so die... die Story von dem Part wissen wird. Aber dem ist sehr wichtig. Witzig. Witzig, Mann. Ist denn gestern? Oh Gott. Hey, was sind das hier? Ich dachte, die würden einem jetzt hier zum Überleben helfen. Diese Dinger aber selber nicht. Naja. Auf jeden Fall zur Story, was ich sagen wollte. Denn, ja. Gestern ist mehr oder weniger aus dem Nix bei uns ins Haus eine. Ach, scheiße. Eine Maus reingekommen, die ist einfach durch die Terrassentür in unser Haus geflutzt und dann ging die große Mäusesucherei los. Hey, wieso? Na, ja komm, oder? Jetzt stelle ich mich gerade aber auch mal wieder so Mäuse melken an. Haha, kapiert ihr, also, was Mäuse geht? Oh mein Gott. Wobei, ich glaube, bevor ich jetzt das Level mache, gehe ich jetzt ins andere, in die andere Welt und hole mir ein paar Ballons. Einfach um ein paar auf Sicherheit zu haben. Ich glaube, das ist von Idee her gar nicht mal so dumm. Denn das hält euch gleich, sobald ich wieder in der Level drin bin, als die Welten. Ah! Ah, ist das laut. Von meinem PC. Ist eigentlich scheißegal, ist. Was ist denn das für eine Welt? Ach, das ist die vierte. Richtig, die sah so aus. Nein! In die Richtung und jetzt dahin. Denn ich will so fangen, die Skrimskamskiste Powerlangs zu kaufen. So, jetzt bin ich auf der guten Seite. So, mit 17 Ballons. Ich werde überleben. Die ist zumindest beim Hafen. So, und jetzt wieder zu der Welt. Und das eigene Level. Let's go. Und diesmal werden die Greifarmes nicht erwischen. So. Nun auch so Story, die ich seit eigentlich erzählen wollte, dass ich so ein kleines bisschen angefangen habe. Mit Thema Maus. Ne, bei uns ist eine Maus ins Haus gehust. Zu Wohnzimmer. Das war lustig, denn. Wie es die Minimäuse so an sich haben, verstecken dieses einfach unterm Sofa. Und ein Regal und sonst was. Dann ging die Maussuche los. Wir haben das halbe Wohnzimmer verwüstet, um die Maus irgendwo da zu finden, unter irgendwelchen Möbeln. Das war alles nicht so einfach. Aber zum Glück haben wir die Maus dann, ja, eigentlich hatten wir die vorerst nicht mal gefunden gehabt. Aber die dachten uns dann irgendwann. Wir hatten das schon mal und haben dann eine mäusefreundliche, das ist wichtig, eine mäusefreundliche Mäusefalle aufgestellt und in die ich die Maus dann letztes irgendwann auch reingelaufen. Und alle, die mich länger verfolgen, wissen ja, dass ich vorhab, ey, mir einen Hund zu holen. Ich will nach unten. Jetzt,
Und dementsprechend halt ein neues Haustier zu bekommen. Ah, so gehen die Dinger. Ist klar. Hier. Also ich greife an, das ist echt nicht so easy. Upsalala. Aber ich will wenigstens bis zum Checkpoint kommen. Ich glaube, dass das ist nämlich... Oh Gott. Nicht so viel verlangt ist. Ach, es muss da hoch. Good to know. So, und auf jeden Fall kam dann diese Maus. Ich dachte mir, ja, Maus ist doch mal, bis ich jetzt meinen Hund habe, vielleicht ist doch mal gar nicht mal so interessant, die, also sozusagen das... Ach gut, weil das lange fällt mal runter. Gut zu wissen. Ja. Haustier zu haben, sage ich mal. Auf jeden Fall habe ich dann diese Maus. Es steht bis jetzt noch nicht ganz fest, ob wir die aussetzen oder behalten. Was muss der jetzt hier machen? Aber es sieht sehr danach aus, dass ich die Maus vielleicht noch mal ein paar Tage behalten darf, bevor wir die rauslassen. Einfach also schauen wollen, ob die wirklich wieder gesund ist und so weiter. Und wenn das... Ach, das ist sowas. Und wenn es alles hinhaut, wollen wir dann wahrscheinlich planmäßig ein paar Tage raussetzen. Also quasi auf so ein Feld. Aber es ist einfach, mal echt dazu überreden, die Maus zu behalten, so als Haustier. Was ja durchaus lustig wäre. Oh Gott! Okay, das war dumm. Nein. Digga, das ist scheiße. Das Level ist kompliziert und anspruchsvoll. Man merkt so langsam, dass wir uns von den letzten Leveln von diesem Game neigen. Zumindest Dinger dann hier auf einmal natürlich keine. Keine Sicherung mehr haben. Man wirklich direkt hier vorne landen muss. Ach du Scheiße. Ich kapier das letzte System. Das ist echt nicht einfach hier. Der wird's an. So, und auf jeden Fall ist es wichtig, dass die Maus am Leben bleibt, weil ich. Ich bin kein Tiercenter, ist mir halt so, dass es den Tieren soweit gut geht. Und genau deshalb passen wir eben auch drauf auf und lassen die Maus erst weg, wenn wir sicher sind, dass es ihr gut geht. Aber... Hä? Ich kapier jetzt diese Stelle gerade nicht. Ja, und bis dahin bleibt die Maus aus den Farben so einen Topic zu bleiben, echt mal bei uns. Und wir schauen, dass wir uns ein bisschen so um dich kümmern. Was durchaus witzig ist. So. Komm. Aber hier gibt es ja das hier. Aber wieder alle Herzen. Aber was ist denn mal so dem hier? Kann man das Ding hier irgendwie... Muss man das so, ich glaube, man muss so lenken, dass es da irgendwie weitergeht oder so, kann das sein. Ich habe keine Ahnung, aber es hat eine Theorie. Aber falls wir das nicht gebacken bekommen, wäre das nächste Level ist auch frei. Aber ich probiere es einmal nochmal. Weil an sich glaube ich, ist das nicht so kompliziert. Ich bin nur ein bisschen zu dumm, um den Mechanismus von diesen Leveln zu kapieren. Kann immer passieren. So. Aber eigentlich ist das, glaube ich, gar nicht mal so kompliziert. Nee, ich kapiere nicht, wie es jetzt an dieser einen Stelle hier weitergehen soll. Ich meine, das ist doch aber eigentlich nicht so schwer. Hä? Weil ich meine, wir halten mal fest. Die eine Stelle dahinter, diese verschiedene Wägel sind, ne? Und da muss man halt irgendwie so drauf springen, dass das Ganze funktioniert. Ja, aber das dürfte doch eigentlich nicht so kompliziert sein. Das Level sollte doch einfach machbar sein.
Ich verstehe es nicht. Jetzt überlegen wir uns jetzt nochmal logisch, wie diese Stelle jetzt hier eigentlich zu meistern ist. Weil ich glaube nicht, dass der Sonderbass wer ist. Aber ich habe keine Ahnung. Weil, wenn ich jetzt hier drauf bin, dann ist so hüpfe, muss es doch jetzt. Ich verstehe es nicht. Ach, jetzt kapierst das. Ich glaube, ich habe das Sinn dahinter verstanden. Ich bin auch ein dummes Kind. Ich glaube, ich muss es so machen, dass man sich da oben dann festhält. Meine Fresse. Da stelle ich mich aber auch ran. No soak. Meinte ich doch eigentlich, ist relativ klar, wie das funktioniert. Nur ich bin so dumm. Man checkt es nicht. Aber okay. So. Hier gibt es ein paar. Gäbe es ein paar Bananen zusammen. Hätte man es ein bisschen besser angestellt als ich jetzt hier. Aber okay. Ich war noch da oben drauf, verdammte Axt hier! Ah, okay. So. Aber, okay. Gut, das war jetzt ein bisschen unnötig gerade. Bis ich nicht weiß, ich geblickt habe, wie das funktioniert. Jetzt weißt du, wie es funktioniert. Sehr gut. So. Und um nochmal kurz auf die Story zurückzukommen, weil ich noch zwei Sachen erläutern wollte. Das ist nicht mein. Oh, komm! Alter, dass man sich da festhalten muss, das ist ätzend so. Aber ich stelle mich gerade auch dezent behindert an. Aber ich möchte das nur noch zweimal probieren. Zweimal. Weil ich eigentlich keinen Bock habe, die ganze Zeit mein ganzes Geld auszugeben für irgendwelche Ballons, die ich dann unnötigerweise verspiele. Ich bin da auf den Tippen draufgesprungen. Junge! Ich bin. Punkt massieren und dann ganz schnell hier hin. Ey, ich hab doch ZL gedrückt, verdammt! Hä, hey, was wollt ihr von mir? Ich drück doch die beschissene Taste. Ja, komm. Nee. Ja, auf jeden Fall war das mit der Maus einfach die Story, so die ich so ein paar ein bisschen anspressen wollte. Ich find's witzig, dass der einfach in unser Haus gehust ist. Und dann. Mann! Wieso greift der denn das nicht? Ich verstehe es nicht. Ich drücke die ganze Zeit die Taste, die zum Greifen ist. Es ist doch die. Verstehe es nicht, aber okay. Probieren wir es aber noch 1000 Mal. Ey, doch deine Fresse. Also. Vielleicht klappt es ja jetzt. Ja, jetzt auf einmal funktioniert jetzt wieder. Ist ja komisch. Gott, es geht wieder. Mach weg, du Pinguin. So.
das Ding im Gleichgewicht, oder wie? Out. Scheiße, hab noch ein Herz. Ach, das ist... Oh mein Gott, das Level ist so ätzend. Aber ich glaube, solange es sieht, ist es nicht mehr die Länge. Das ist zumindest meine Hoffnung. Das ist eins der Level, die eher ätzender sind, weil man auf diese beschissenen Systeme hier achten muss. Na komm, und das ist einfach nur scheiße und unnötig. Also was fuckt halt ab. Ja komm, genauso Fels. Neben den ganzen Spaß und die ganze gute Laune, die man eigentlich hat, einfach weg. Und das ist unnötig und nervig. Aber, nein. Was soll das? Aus, dass das hier wieder gebacken bekommen. Was ist gerade in der Tat hinbekommen? Das war nicht so gut, wie es es hinbekommen hätte. Kommen sollen. Hui. Das war knapp. Das ist so holy shit, diese eine Stelle. No Soak. Die ist so belastend. Wenn irgendwie schnell in die Sound muss, dass man die andere Richtung kurbelt und alles. Das ist nicht einfach. Das ist einfach nicht einfach. No Soak. Wenn ich den Service ist jetzt im Regelfall hier hoch. Was sehr angenehm ist. Angesichts der Tatsache, dass ich das vorhin noch nicht mal das hinbekommen habe. Ah, komm schon. Nein. So. Hey, das ist doch so ätzend. Ich muss mal. Da geht einfach nur gutes Timing. Weil es eigentlich auch nicht so schwer ist. Deshalb ich es jetzt immer probieren will. Wenn ich mich konzentriere, ist das jetzt auch hoffentlich machbar. Ach, in der Mitte steht, bleibt das Ding stehen. Danke, dass das jetzt weiß. Das war einfach, das war immens hier alles. Das ist mal No-Soak. Ja, wo soll ich das dann hier wissen? Wenn die neue Plattform jetzt nicht mal erklärt werden hier. Das war knapp. So. Als ob der jetzt so einen komischen Slime in mir zieht, dieses komische Vieh. Bleh. Ja komm, das ist scheiße. Vor allem... ich springe auch noch runter, als dummes Kind hier. Ey. Das Prinzip habe ich jetzt verstanden. Trotz so dumme Sachen, weil es dann aus, als wäre einfach noch A-Drücke ausgeflext, weil ich denke, mit A bewegt man das so. Das ist. Oh, komm. Mann, das sind so Dummheitsfehler, No Soak. Ja, und die, wenn ich. Das sind halt solche Sachen, da fasst man es an den Kopf und fragt nur. Wieso verreck ich daran?
No soak. So, und um nochmal auf die eigentliche Story zurückzukommen, die ich in, oh Gott, die Party ja sagen wollte. Ich meine, stell dir das vor, ihr tut friedlich Fernsehen, plötzlich entdeckt ihr einfach eine Maus. Gott. Die bei euch zu Hause ist. Ich meine, das ist ja Glück. Ah gut, ich habe wieder am Sack Midway Flag whatever erreicht. Bedauernswerterweise erst am Midway Flag. Oh mein Gott. Was geht hier ab? Oh Gott, wo kommen die Dinger denn her? Nein. Jetzt bin ich hier am Arsch, ne? Ja. Verdammt! Was ist das für ein Level, Alter? Was mich jetzt für eine Einzahl der Gluten kostet. Und bestimmt ist das eigentlich nämlich gar nicht mal so schwer. Aber das Game hat es an manchen Stellen erst sehr in sich. No soak. So, und hier muss ich jetzt kurz warten. Bis der Pinguin da ist, dass man logisch rausbringen kann. Nehmen wir es jetzt zum Beispiel. Na gut, jetzt bin ich natürlich genau auf den Pinguin gesprungen. Ist natürlich Tanisel strategisch gesehen. Hey! Nicht so sinnvoll, aber es hat einem Herz so schnell endlich beendet. Puh, auch wenn das jetzt ein ganz langes Kumpelficke war hier, ich hab's beendet. So, ich glaube, das ist doch so viel angenehmer als so, ne? Ja, ich glaube es ist. So, ein Level machen wir noch. Und wie gesagt, ne? Sogar fast zum Abheben, das ist witzig. Niest. Und ich möchte jetzt nochmal über, die Maus uns sprechen. Komm, ihr wisst das schon. Hatte ich ja vorhin schon erwähnt, ich glaube vor 20 Minuten. Die Maus ist einfach so irgendwie reingehust, unbemerkt. Dann habe ich gestern Abend ferngesehen. Plötzlich saß da so eine Maus. Sagte ich zu meiner Mom so, also ich glaube, es hat so gesprochen, dass hier unsere Katze nicht mehr da ist, denn auf einmal haben wir Mäuse. Tja. Das muss man drücken. Oh Gott, das ist so ein Level, nicht, oder? Das sind meine größten Hasslevel. Holy shit. Jetzt mal no soak. Wirklich holy shit. Weil das hat. Was ist die Beleuchtung hier gerade zu besissen? Ich meine, die ist immer besissen. Gerade ist sie mehr als nur besissen. Jetzt.
So. Vor allem knall ich bei sowas immer ganz gern gegen den Boden und sonst überhin. Ich kann diese Level einfach nicht. Ich hab davon nicht. Ich bin sie, was total lässt. Gerade bei sowas in Leveln. Irgendwie die Rakete über den Boden zu halten. Entweder ist sie oben oder unten. Es gibt halt keine Taste, die man drückt, damit die einfach so ganz normal fliegt, sage ich mal. Da knallt es immer gegen irgendwelche Dinger mit dem Ding. Das ist bei mir echt schlimm. Ich schaff's in diesem Level tendenziell generell nie weit. Verrecke immer bei einem der ersten Hindernisse. Wie seht ihr es hier? Also in solchen Level wirklich No-Go. Und ich hoffe nur, dass man jetzt irgendwie was bringen kann, weil, oh, den Level tue ich ein bisschen blöde, Dingsen. Und ja, ich weiß, ich habe mich im ersten Level blöd angestellt und in dem Part ist auch im zweiten Level. Oh Mann. Ich weiß, dass das natürlich, ey, ohne Ticks in die Scheiße hier. Ich weiß, dass das nicht gerade so vorteilhaft ist, aber ich komme sehr für dich mal bis zur ersten Midway-Flag. Das Level ist wirklich die Definition, ungelogen, die richtige Definition vom Wort Essen, aber okay. Wir probieren es nochmal. So. Auf jeden Fall ist es witzig, dass wir eine Maus jetzt irgendwie haben, die jetzt so irgendwer kam. Und ich bin mir noch sehr unschlossen, ob ich die jetzt erstmal behalten soll, oder ob ich die einfach quasi jetzt in Feld absetzen soll. Damit man der muss ich mir nochmal überlegen. Schreibt es mal in die Kommentare, was wollt ihr machen? Wolltet ihr die behalten? Oder wollt ihr sagen, wir geben die irgendwo ab? Komm. Mann, da fliegt es immer so volle Kanne nach unten. Das ist unnötig. Und jedenfalls schreibt mir in die Kommentare, was ihr machen würdet. Ob ihr die Maus behalten oder abgeben würdet. Keine Ahnung. Weil das Mäuse sind süße kleine Tiere. Das ist vor allem so eine richtig süße Mini-Maus. Also die hat so ein großes süß sein. Ja, komm. Fuck. Süß sein Potenzial. Ihr seht es. Ich bin in solchen Level. Ich bin da einfach nicht gut. Und ich würde die Level am liebsten sofort direkt überspringen, weil das eine Frustration ist. Weil ich da immer direkt am Anfang verrecke, weil ich meine, dass die Levels sind nicht schwer, aber ich kann halt dieses Zielführende mal oben und mal unten fliegen. Sowas liegt mir gar nicht und das war schon immer so. Gott. Auch bei geraden Linien, scheiße, denn in der doch so eine Grundschule. Also sowas, in sowas bin ich nie gut. Oh mein Gott. Das ist so ätzend. Oh. Ich hasse das Level. Immer wenn ich jetzt mal weiterkommen als davor, aber trotzdem. Ich bin in diesen. Ist auch so eine Art Konzentrationszeugs. Ihr merkt es, ich knalle immer regelmäßig irgendwo dagegen. Diese Level sind wirklich so meine Schwachstelle. Ich merke es gerade auch in dem Game sehr gut. Aber jetzt wieder einen kleinen Ober haben werden. Aber es bleibt so lang, bis ich das Level in Seifelsfeld einfach überspringen kann oder ähnliches, keine Ahnung. Ja Gott. Hier muss auch Tanz halt. Ja, weiter unten. Mal nehmen wir hier 80% der Bildfläche weg. Was die Sache Tanz auch komplizierter macht. Zumal erst dann habe ich bis hierhin erst ein Herzen, sagte es und brach wieder ein. Bei den Dingen hier logisch ausweisen kann, ich habe keine Ahnung. Also auch wieder halt das Hoch- und Runterfahren. Aber wie gesagt, das ist nicht meine Stärke. Aber seien es, das ist wieder eins von den Leveln, die man einfach nicht überspringen kann. Das ist ja dann nämlich richtig ätzend.
Das sieht aber sehr danach aus, Mann. Wieso muss es das Level jetzt durchmachen, obwohl das ein reinster Albtraum ist? Diese Fliegen-Kack-Level hier. Naja. Ja, vielleicht zeige ich euch die Mausmann einfach ein Video. Aber wie gesagt, ich werde jetzt wahrscheinlich werden wieder einfach aussetzen. Aber ist ja trotzdem witzig, wenn es da nichts denkt. Und dann ist plötzlich so eine Maus in deinem Haus, der irgendwie reingelaufen ist durch die Terrassentür, ohne dass du das bemerkt hast. Und die Maus zu suchen, das war einfach nur lustig. Denn ihr wisst es, die Mäuse sind klein und die verstecken sich ja, ach scheiße, lieben gern überall so in der Wohnung, ne? Und dann nehmen wir wirklich die ganze Wohnung auseinander, so in der Hoffnung, wir finden die Maus, haben das Sofa weggeschoben, haben Regale weggeschoben, Schränke weggeschoben, weil die Maus da immer überall drunter sein kann. Halleluja. Next Level freigeschaltet, aber einmal probiere ich es jetzt noch. Und dann haben wir die irgendwas Glück haben wir die an der Amazonas gefunden. Dann ist so eingefallen, wir hatten ja eine Mäusefalle, also eine friedliche, ist ja ganz wichtig. Dann hat man die aufgestellt, hat ein bisschen Kerze reingetan und dann ging es relativ schnell, dass die Maus dann da drin war. Und jetzt haben wir sie erstmal in so eine Kiste getan, ein bisschen Futter rein, damit sie sich erst ein bisschen zerholen kann von dem Schreck, der ja so eine Mäusefalle durchaus auslöst. Und ja, da ist sie jetzt eben drin. Und dann schauen wir jetzt mal, ob wir die jetzt heute Nachmittag eben ausliefern werden. Oder ob die jetzt einfach erstmal bei uns bleibt. Muss man halt mal schauen. Eins von, das ist das letzte Mal bei Werder's Devil Versuch hier. Aber eins von den beiden werden wir dann halt machen. Auf jeden Fall ist das ganz lustig und deshalb haben wir den Maus jetzt, ne? So. Okay, und ich gebe auf. Ich gebe auf. Ich tue mir in den Level hier nur dumm und dämlich. Dumm und dämlich arbeiten. Das ist okay so. Ich meine, das nächste Level ist freigeschaltet. Das machen wir dementsprechend im nächsten Part. Nämlich Welt 5-3 Melonen zum Quadrat. Und jetzt bedanke ich mich ganz herzlich beim Zuschauen von dem Level. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.